Die Mannschaft wird ja vom eigenen Sprecher vorgestellt. Das finde ich auch sehr gelungen. Hat sich von Jahr zu Jahr noch mal verbessert, diese Veranstaltung. Das ist die SG Flensburg Handewitt und natürlich Frank. Da kommen einige Gefühle auch bei dir. Dein alter Verein. Das ist absolut korrekt. Natürlich fieber ich mit diesem Verein jetzt mit und hoffe, dass sie dieses Spiel gewinnen. Das wäre eine Sensation. Aber es ist ihm durchaus zuzutrauen, in einem Spiel mit einer perfekten Leistung das Team von Barcelona zu schlagen. Martin Hausleitner, Dragan Nacewski, die beiden Delegierten und die Schiedsrichter Václav Horacek und Jiří Novotný aus der Tschechischen Republik. Der FC Barcelona in dieser Halle einmal erfolgreich, damals über Ciudad Real. Da sind sie, die Spieler des FC Barcelona. Frischgebackener spanischer Meister. In der letzten Woche noch gefehlt gegen Logroño. Und jetzt geht es gegen die SG Flensburg Handewitt. Herr kann das Kerto-Duell gewinnen. Arpad Sterbik. Super stark im Rückspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist immer das Schöne beim FC Barcelona. Du weißt nicht, ob Sterbik spielt oder Saric, den wir jetzt eingelaufen sehen. Der erste Spieler übrigens, es gibt ja 36 Jahre alt. Ja, es sind beides Hochkaräter, absolute Top-Leute, genauso wie Nottesbühl und Reis. Das hohe Schuh des Handballs. Garcia, Dieselflinker, Linksaußen, Nationalspieler seines Landes. Tomasz, der Mann, der auf Rechtsaußen für Furore sorgt. Auf Barcelona aus einer starken Abwehr aus, natürlich mit Tempo-Gegenstößen, glänzend oft. Entre Rios. Das Bruderpaar spielte lange für die Nationalmannschaft. Er mit Frankreich Olympiasieger geworden in London. Sorrento, genau. Wahnsinnsabwehrspieler und erstes große Talent im Rückraum dort. Jan Sarmiento kann die Fäden dort ziehen. Hat das auch gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Arino Bengoechea, ein Mann, der eher nicht so viel eingesetzt wird bei Barcelona. Urbindo, der Halbrechte, ein Mann, der Lazarov ersetzt ab und zu. Und Rutenka natürlich die altbekannte Größe. Du warst schon bei ihm zu Hause. Die altbekannte Größe. Und es ist immer dasselbe. Wenn er in Köln aufläuft, gibt es sein Pfeifkonzert. Du hast ja einige Gewinne gehabt mit ihm in vorangegangenen Spielen. Stranowski. Auch er, ein Mann, der an einem guten Tag für viel Furore sorgen kann. Er, Abwehrspieler von Atletico Madrid gekommen. Einfacher Champions League-Sieger. Monos. Und Karabatic, der hat alles gewonnen schon auf die Champions League im zarten Alter von 17 mit Montpellier. Zaubig. Und dann natürlich kommt der Superstar Kirill Lazarov, gewählt in die Weltauswahl. Ja, damit haben sie sich halt optimal verstärkt im rechten Rückraum. Das war ja nach dem Abgang von Notz ihre Problemposition. Allerdings gibt das dann taktische Probleme, die der Trainer zu lösen hat, denn natürlich kann ein Kirill Lazarov nicht in der Abwehr spielen. Und wenn er ihn auf der halbrechten Position beginnen lässt, muss er den wieder wechseln. Und das kann natürlich gerade im Spiel gegen die SG zu Problemen führen, wenn sie zwei bzw. sogar auch mal drei Abwehrangriffwechsel haben. Wir werden es erleben gleich. Andersson, das könnte das Zünglein an der Waage sein. Einen richtig guten Tag erwischt heute. Matthias Andersson von der SG Flensburg-Handewitt führt seine Gruppe aufs Feld, gefolgt von Rasmussen. Ja, Jürgen, wir haben es ja gesehen beim Spiel vorher, dass der Torhüter letztendlich die entscheidende Position ist im Zusammenspiel mit der Abwehr. Kalitzka war der Matchwinner, ganz klar. Das haben wir ja schon herausgearbeitet. Ich fand aber auch, dass sein Wiczek überragend gedeckt hat. Nach seiner Hereinnahme stand die Sechser-Abwehr wesentlich aggressiver und er war letztendlich der entscheidende Mann da im Deckungszentrum. Karlsson sahen wir eben, der ist auch wichtig in der Abwehr. Glandorf ist der Mann, der keinen Respekt hat, sagt der Frau Sterbik, der sich nicht anschaut, wie der Mann hält. Er sagt, da hau ich einfach drauf auf die Kiste und dann wird das Ding schon drin sein. Wir werden sehen heute, ob das klappt. Er wird zum THW Kiel gehen. Reinhold, und würden Sie sicherlich hier ein Finale wünschen gegen den THW.
Ja, das wäre ein Ding, wenn es wieder ein schleswig-holsteinisches Duell um Europas Krone geben würde. Zweimal standen sie im Finale, die Flensburger 2-4 und 2-7, damals gegen den THW Kiel, damals natürlich auch in zwei Spielen. Morgen wird hier eine Partie entscheiden. Knutzen wird den Verein verlassen, will möchte natürlich nochmal den ganz großen Hammer am Ende seiner Saison. Bei der Laufbahn bei der SC Flensburg wird besser gesagt. Also es ist schon eindrucksvoll, wie die hier einmarschieren. Jetzt die Hymne der EAF. Das Debüt der SG Flensburg-Handewitt in der Lanxess Arena in Köln, wo die Barcelona ja beim fünften Anlauf hier schon zum vierten Mal das Finale erreichen könnte. Das ist absolut korrekt, aber erst zum zweiten Mal, dass sie es dann gewinnen könnten. Ja. Zweimal gegen Kiel verloren. So, hoffen wir mal, dass es einigermaßen auch so über die Bühne geht. Eine rote Karte haben wir gesehen im ersten Spiel. Sulic traf da, war wahrscheinlich wichtig aus der Sicht der Kieler, denn Sulic hatte vorher ein starkes Match hingelegt und sich dann zur Tätigkeit hinreißen lassen. 20.000 werden diese Partie verfolgen. Xavi Pascual, der Head Coach, der Chefcoach der Spanier. Das sind die Spieler, die nochmal vorgestellt werden. Schöne Animation, die hier angeboten wird. 16 sind es ja in der Champions League, 14 nur in der Meisterschaft. So, hinten hat sich nochmal die Haare abschneiden lassen. Vielleicht noch schneller. Jetzt ist ja auch wieder Sommer und da muss man ja eine kurze Abfindung machen. Ist, glaube ich, wichtig, dass Flensburg einen guten Start erwischt und sich hier nicht gleich abbauen lässt. Ja, sie müssen ihren Respekt ablegen. Das ist ganz wichtig, dass sie sofort ins Spiel kommen, dass der Torhüter etwas an die Finger bekommt, dass sie Selbstsicherheit finden und ja, so lange wie möglich dranbleiben. Vielleicht auch sogar wegziehen anfangs, in Führung gehen. Jürgen Hannes wird sich sicherlich was überlegt haben, wie er Barcelona vielleicht auch ein Stück weit überraschen kann. Wir hoffen auf ein richtig gutes Spiel. Eben hat man durchaus Spannung zwischen Kiel und Westrem, wenn sie es jetzt einschalten sollten. Kiel ist einmal mehr im Finale. Morgen dann hier ab 17.30 Uhr. Wer wird der Gegner? Die SG Flensburg-Handewitt oder der FC Barcelona. Die Wetten stehen hoch für Barcelona, die siebenmal bereits die Champions League gewinnen konnten. Das ist nochmal die Aufstellung der SG Flensburg-Handewitt, die zum Beispiel beim letzten Spiel in Kiel im Angriff ein bisschen blass aussah. Ja, das war nicht optimal. Das kann man nicht anders sehen. Sie gingen allerdings auch auf dem Zahnfleisch, vor allen Dingen die Keyplayer. Thomas Mogensen, der arg gefordert war diese Saison, hat jetzt ein bisschen Zeit gehabt, sich zu erholen. Da muss man das Training natürlich auch dementsprechend dosieren für diese Spieler. Auch für den Holger Glandorf, Steffen Weinhold, die waren halt arg gefordert. Für die deutschen Nationalspieler gibt es noch dieses immens wichtige Qualifier gegen die Polen. Das ist auch eine unglaublich lange Saison, die dann zu Ende geht. Und die soll gekrönt werden. Und jetzt schauen wir mal, welche Krone oder welches Krönchen sich noch aufsetzen können. In jedem Fall schon mal super, dass sie das
hier erreicht haben, dieses Final Four, die SG Flensburg. Handelt mit nach einer durchaus großen Saison. Sind natürlich bereits auch für die EHF Champions League qualifiziert in der nächsten Saison. Mit Landorf, mit Hansen, mit Gottfriedsson im Rückraum, Mogensen. Saric, der beginnt, und García, falsch schnell, ich habe es eingangs gesagt, das lässt er sich nicht entgehen. Juanin García. Muss man sich auch mal vorstellen, Barcelona hat noch zwei weitere Varianten auf der Linksaußenposition. Es ist ja nicht so, dass García 60 Minuten jedes Spiel durchspielen muss, aber bei diesem Halbfinale, aufgrund seiner Erfahrung, spielt er natürlich von Anbeginn. Aber dann gibt es auch einen Stranowski, der aus Leon kam, auch ein ganz starker Spieler. Aber das hat, weil bei Leon die Lichter ausgegangen sind. Ja, ja, natürlich. Klasse Tor, von Gott, Tor. Dann haut er sich was. Bringen Sie auch vor uns die Bank der Flensburger, wir sitzen ungefähr 3 Meter davon entfernt. Das war nochmal der Antrieb von Karabatic gegen Knudsen. Dürfte heiße Duelle geben zwischen diesen beiden. Karabatic erstmal wieder auf die Bank. Rutenka auf der halblinken Position mit Sarmiento in der Mitte, mit Gorbindo statt Lazarov auf halb rechts. Ja, das haben wir schon häufiger gesehen jetzt, denn das ist der lange Weg für Rückraum rechts. Und da möchte der Trainer eben nicht Angriff-Abwehr wechseln. Und er hat mit Sarmiento jetzt einen Wechsel. Und den langen Weg, den will er sich sparen. Deswegen spielt Lazarov nicht. Natürlich auch ein Nachteil für ihn. Das kennt er nicht. Sonst spielt er immer 60 Minuten. Genau den Anderson wollen wir sehen. Und man merkt auch von Anbeginn, die ganze Halle steht hinter der SG. Also die Zuschauer, die sonst neutral wären, die fühlen sich natürlich der SG hier hingezogen. Auch die Kieler Fans. Weil die wahrscheinlich auch denken, dass die SG der bessere Gegner wäre für Kiel als Barcelona. Ja, selbstverständlich. Das glaube ich auch. Sarmiento. Konnte ja bei den Rhein-Neckar-Löwen im Viertelfinale so gut wie nichts halten. Wurde viel zu spät ausgewechselt gegen Sterbik. Rutenka. Und drin ist er. Bügelt sein Missgeschick von eben wieder aus. Gibt noch Geld gegen Glandorf. Rutenka hier mit dem Treffer zum 2:1. Patrickson. Zu durchsichtig. Und die Spanier auch bekannt für ihre Tempo-Gegenstöße. Thomas. Nee. Mogensen, gut aufgepasst. Landorf. Mogensen, der beruhigt. Gottfriedsson. Gottfriedsson müssen wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen. Ist 21 Jahre jung. Spielt seine erste Saison in der deutschen Bundesliga und auf Anhieb zum Stammspieler bei der SG, auch aus Verletzungsgründen. Aber er macht seine Sache natürlich unglaublich gut und hat in den ersten 4 Minuten 3-mal schon aufs Tor geworfen. Der traut sich was, der Junge. Landorf, der traut sich immer was und der ist drin. Aber die Spanier antworten mit viel Power. Gelb gegen Carlsson, aber Karabatic. Mit Urgewalt. Da sind die Spieler Karabatic, Rutenka, die gehen mit einer unglaublichen Wucht und Brutalität auf in ihrem Wurf. Für die gibt es dann nichts mehr, kein Abspielen. Da gibt es nur noch einen Weg zum Tor mit dem abschließenden Wurf. Und ob da einer steht oder nicht, das spielt im Prinzip keine Rolle. Schön.
Aber Saric, ganz guter Beginn des Oldies. Karabatic, ja, wenn da keiner rangeht, dann nimmt er sich zwei und Rutenka. Ja, nicht getroffen. Wunderbar. Eggert, wunderschöner Abwurf von Andersson. Ja, genau das ist es. Das muss das Rezept sein. Ein starker Andersson und dann die Temporingstöße über Svon Hansen oder Eggert. Das gefällt mir natürlich auch gut, dass die Schiedsrichter so viel laufen lassen. Macht das Spiel nicht kaputt, das macht es schnell, das macht es interessanter. Da wäre gerade Rutenka weg gewesen, hat er gar nicht überrissen, dass er da schon längst Glandorf ausgespielt hatte. Ja, da hat er von Anfang an nicht vorgehabt, durchzuziehen. Jetzt muss es schnell gehen. Ja, aber zwei Pässe zu viel hinten, würde ich sagen. Unnötig. Xavi Pascual an. Taktik Fuchs. Das Problem war jetzt einfach, dass keiner den Gegenstoß angenommen hat. Das müsste normalerweise ein Thomas Mogensen sein. Der war aber schon so weit vorne auf der halblinken Position. Er muss den Ball führen, nicht Holger Glandorf. Und Holger wusste gar nicht, was er macht. Natürlich muss man da ein langes Kreuzen dann auch ansetzen. Die Jungs müssen ja in Bewegung kommen. Der Kampf, das Gerangel von Nordesbö, der eben angespielt werden sollte, hat nicht funktioniert. Rutenka. Andersson. Je mehr der zu packen bekommt, umso besser. Ja, natürlich. Aber du siehst, wie schwer das ist. Wenn du allein im 1 gegen 1 gegen Rutenka. Auch ein Michael Knutzen hat da Probleme. Sie müssen einfach enger zusammenstehen. Sie müssten das im Prinzip vermeiden. Guck mal, Thomas Mogensen wird hier weggesperrt. Es gibt keine Unterstützung. Puyol, wenn wir bei der WM sehen. Ja. Den Mann von FC Barcelona. Der liegt jetzt in 7 Meter von Kirill Lazarov. Und der zweite, der nicht sitzt. Da haben sie riesen Respekt vor Andersson. Ja. Aber das ist genau der Beginn, den wir haben wollten. 7 Minuten, 3:3. Flensburger können zunächst mithalten. Wir müssen das taktisch clever spielen heute. Mit Mogensen, Gottfriedsson, Glandorf im Rückraum. Oh! Ja, das muss passt gegen Glandorf von Karabatic. Den Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, Champions League-Sieger. Ja, war nicht die feine französische Art in dem Fall. Scheint diesen Wettskandal ganz gut verdaut zu haben. Wieder der technische Fehler der Flensburger. Karabatic. Und Glück für die Flensburger. Weil Viran Moros nicht trifft. Ganz schneller Pass, passt aber nicht auf Svon Hansen, das kann er nicht nutzen. Lubomir Franjes, jüngster Trainer hier mit 40 Jahren. Landorf, jawohl! Und was für eine Schacke, das macht Mut auch für die Qualifikationsspiele. Das war Präzision pur. Ja. Führung. Sarmiento, der die Fäden ziehen soll. Rutenka, schön weitergespielt, klasse gemacht auf Garcia. Super Tor. Ganz schnell vom Tempo her angezogen. Oh, Nordesbö. Nordesbö. Ja, wie jetzt? Ja, hast schon recht. Nordesbö, so muss es heißen. Was Flensburg entgegenkommt, ist, dass sie ihre Abläufe durchspielen können. Barcelona ist noch relativ passiv und sie agieren für ihre Verhältnisse eigentlich zu wenig in der Abwehr, sondern lassen das auf sich zukommen, reagieren nur und Flensburg nutzt das bislang sehr gut aus. Was wir sehen, ist ein flüssiges Spiel. Jetzt natürlich mit dem Fehlpass von Mogensen, das war nicht so beabsichtigt. Da musst du halt auch was gegen Barcelona, auch wenn sie das jetzt nicht rechnen und nicht ausnutzen und keine schnelle zweite Welle spielen, aber die sind bekannt dafür normalerweise. Dann ziehen sie oft
Sehr schnell weg, Thomas. Da kommt er nicht durch gegen Mogensen. Die beiden Nationalspieler im Duell. Dänemark gegen Spanien. Dänemark in dem Fall mit der Nase vorn. Aber mein lieber Schwan, voller Einsatz von Thomas. Gut mit zugemacht. Hat da Hansen. Mit Penker gegen die Hand. Zusammenspiel, Rückraumkreis funktioniert bei Barcelona. Nerdesbo. Aber das, was Barcelona hier jetzt macht, ist ja ein gängiges taktisches Mittel mittlerweile, den Kreisläufer auf die Außenposition zu stellen und dann gegen einen schmächtigen da im 1 gegen 1 zu gewinnen. Ich meine, auf Flensburger Seite kann man das natürlich auch mal versuchen. Denn mit Garcia hast du da auch einen kleinen Spieler, der kaum Gewicht in die Waagschale da werfen kann. Und da kann sich Knutzen genauso durchsetzen wie Nordesbo auf der anderen Seite. Patrizon. Zarisch weit aus dem Tor gegangen. Karabatic nach. Und Rutenka, zwei Boliden, die da vorne jetzt im Angriff stehen. Rutenka und wieder Nadesko. Schlechter Anderson, er hat fast gehabt. War dran. Nicht zu halten. Nadesko. Auszeit, Flensburg-Handewitz. Nach knapp 12 Minuten. Schwer zu verstehen bei diesem Lärm in der Lanxess Arena. Auch er die Bild zeichnen. Xavier Pascual. Zwei Kämpfer, wie wir sie im Spiel zuvor erlebt haben. Alle geben noch mal alles an diesem Wochenende, bevor dann erstmal Schluss ist. Aber wie gesagt, für die Deutschen kommen ja noch die Qualifikationsspiele gegen Polen. Einige hier auf dem Parkett. Neuer Mann bei der SG Flensburg-Handewitt, Nenadic, auf dem Parkett. Der längste Mann der SG mit 2,02 Meter. In der Mitte jetzt. Da haben wir wieder diesen typisch schwedischen Aufschlag. Und dann Sperre absetzen auf der Rückraum-Linksposition. Dann ist natürlich Ziel, dass ein Nenadic aufs Tor wirft, wenn keiner rausgeht. Dann muss er sich einfach was zutrauen. Thomas, wieder sehr starke zweite Phase der Spanier. Kaum zu halten. Klasse gezogen von Glandorf. Braucht sich was heute. Sehr viel Selbstvertrauen. Der nimmt sich die Würfe.
und kannst um 6-7 verkürzen. 10 Meter. Das müssen sie auch machen, wenn du mich fragst. Holger ist gut ins Spiel reingekommen mit seinen Rückraumwürfen. Und wenn der einen Lauf hat, der Junge, dann macht er auch mal 10 Feldtore. Ja, das war im Prinzip wieder die Torwart-Ecke. Kurz geworfen, kann natürlich Saric auch drin liegen. Hat nicht ganz geklappt hier, das Ding. Und jetzt Anders Eggert und der Ausgleich. Ja. Und wieder sind die alle auf uns. Denker. Ja, der zieht und zieht und ist nicht zu bremsen. Flensburg macht sofort Druck, will das ausnutzen. Ah, das war nichts. Da hätte er nicht werfen dürfen. Nichtsdestotrotz macht das Mut. Und ich finde, ich bin ein bisschen enttäuscht von Barcelona, von ihrer Abwehr. Ich hätte mir mehr Aggressivität vorgestellt, mehr Bewegung. Da lassen sie es doch relativ gemächlich angehen. Vielleicht ist es so, dass sie Flensburg unterschätzen und erstmal kommen lassen wollen. Aber wenn ich das vergleiche mit der Abwehr, die Westfalen gespielt hat in der ersten Halbzeit, da liegt ein großer Unterschied in der Intensität. Ja. Nenadic. Es war wieder zwei, aber nur 91 Kilo, die er auf die Waage bringt. Also durchaus bei der Größe eher eine Feder. Da gibt es andere Gewichtsklassen. Die Flensburger nach 15 Minuten noch auf Augenhöhe. Müssen sich halt was einfallen lassen gegen Rutenka. Im 1:1, 1 gegen 1 ist er schwer zu stoppen, das wissen wir ja nun. Nordesbö und wieder ist er drin. Verwandelt alles, kriegen sie nicht in den Griff. Das Zusammenspiel Abwehr-Angriff funktioniert bei Barcelona. Kopftreffer gegen Anderson. Da sieht er fast Todesbuddy auch wieder drauf. Stürzt und herausstürmt aus seinem Kasten. Bogensen. Rutenka und Karabatic. Ja, die beiden machen es. Zumindest vorne. Und Landorf, das ist die Antwort. Viertes Tor. Ja. Schlag auf Schlag jetzt. 10-10. Total sauer, Xavier Pascual an der Bank, der spanische Trainer. Wieder Karabatic. Jetzt fackeln sie nicht lange auf beiden Seiten. Rutenka mit dem kurzen Wechsel, Gobindo und dann Nordesbö, der zweimal bindet. Ein Kreisläufer, der so mit seinen Armen fuchteln darf. Gut, da ist man ein bisschen großzügiger geworden. Aber im Normalfall müsstest du das auch abhalten. Nee, das war zu durchsichtig von Glandorf. Aber den nimmt er sich einfach. Viran Moros stört jetzt von Glandorf. Sehr gut, Angriff unterbunden, zweite Welle unterbunden. Schneller Wechsel, Mogensen, Karlsson rein. Und Kirill Lazarov auf der halbrechten Position. Sorhindo jetzt für Nördesbro.
gucken, ob der genauso für Unruhe dort sorgen kann. Gegen einen Karlsson. Ah, setzt sich ab, aber dann Rutenka, der selber versucht. Steffen Weinhold noch gar nicht gebracht heute, aber kaum, was ich sage, kommt er. Ja. Der Mann, der TSG Flensburg Hanebin in Richtung Kiel verlassen wird, kommt für Zeitz. Zeitz geht zu Westbrenn, das Karussell dreht sich. Jetzt die Umstellung auf 5-1 offensiv. Kommt der SG entgegen, meiner Meinung nach. Robinson. Ja, weißt du, das eine ist, Karabatic spielt jetzt ja hinten eine zentrale Rolle, aber in der Abwehr passt es halt überhaupt nicht. Zeigt ja keine gute Leistung. Und du hast eben gesagt, naja, die Jungs machen vorne. Ist schon richtig, aber wenn ich 3 Tore mache und 5 verschulde, dann ist das immer noch -2. Lazarov und Rutenka mit dem Hüftknaller. Kommt zur Führung für die SG. Das wäre doch was. Das würde womöglich ein bisschen Wirkung zeigen. Ach, jetzt gibt es einen Wechselfehler oder was? Nein. Eine Markierung. Die 6-Meter-Linie ist unterbrochen. Alles. Da bekommt man immer so leichte Schrecken, wenn das Kampfgericht reinpfeift. Was das früher viel häufiger der Fall war, heute gar nicht mehr so oft vorkommt. Ja. Früher gab es mehr Wechselfehler, das stimmt. Heute hat man dafür einen Co-Trainer installiert, der da vorne sitzt. Die gab es zu deiner Zeit noch nicht. Doch, die gab es. Aber da wurde zu hastig agiert. Die hatten andere Aufgaben. 11:11, noch 11 Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit. Super Stimmung, klar, nach wie vor. Eine deutsche Mannschaft ist bereits im Finale. Das wäre natürlich ein Ding, wenn es eine weitere schaffen könnte. Um Einheit war hier 3 deutsche Mannschaften gesehen. Die Rhein-Neckar-Löwen hauchdünn nur ausgeschieden gegen den FC Barcelona. Lubomir Franjes hat seine Mannschaft sehr gut eingestellt auf diese Partie. Gottfriedsson. Ah, klasse, aber leider Weinhold, der verzieht. Das war ein schöner Parallelstoß. Hätte mehr draus machen können. Turbindo. Ah, Rückhand anspielen. Wieder Andersson. Reinhold. Die Führung. Super Auge von Steffen Reinhold. Ja, den Angriff muss man pfeifen. Ja, natürlich, aber ist schon erstaunlich, ja, wie defensiv Flensburg deckt nach wie vor. Und ein Sarmiento wirft nicht von 9 Meter, der geht auf 7 ran. Natürlich kriegt er da einen mit, das ist auch ganz klar. So versucht Flensburg halt, die Mannschaft unter Kontrolle zu bekommen, indem sie massiv decken. Birgt natürlich die Gefahr, dass ein Rutenka von 10 Metern auf die Hütte knallt. Ist halb wenig zu halten dann für einen Andersson. Stimmung fast wie im Karneval in Köln. Zum 5. Mal diese Veranstaltung in der Lanxess Arena. Was für eine Halle. Erster Auftritt der Flensburger. Imposante Bilder, die diese super Slow-Mo uns anbietet.
mit Kirill Lazarov, Torschützenkönig der WM 2009, damals in Kroatien. So, die Spanier weiter mit, nee, nicht weiter mit Rudenka, sondern mit Karabatic jetzt auf der halblinken Position. Mit Enferios in der Mitte, da hat er natürlich Riesenpotenzial. Xavi Pascual. Was die Fußballer nicht geschafft haben, sollen auf jeden Fall die Handballer reißen. Der Druck ist groß, auch in der spanischen Presse. Und Karabatic, der kann mit solch einem Druck umgehen. Tor Nummer 4 des Ex-Welthandballers. Reinhold. Gegen Suarindo im 1 gegen 1 gegen den Mann durchzukommen, fast unmöglich. Ein Kraftpaket dieser Suarindo. 1,92, 100 Kilogramm. 30 Jahre alt. Aber guck mal, was jetzt passiert. Jetzt deckt Tomasch auf halb rechts. Natürlich etwas offensiver, das ist klar, aber da werden sie Probleme haben. Übergeben, übernehmen. Guck mal, jetzt weiß er gar nicht mehr, wo er hin soll. Stand in der Mitte. Leider konnte die SG das nicht ausnutzen. Also die Abwehrformation hat Barcelona überhaupt noch nicht gefunden. Im Gegensatz zum Spiel zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen, wo sie den Kasten dicht gemacht haben, wo es eine Betonabwehr gab. Und das ist ein klasse Tor von Garcia. Dieser Wurf gehört mittlerweile zum Standardrepertoire eines guten Linksaußen. Die spanische Abwehr hat, die spanische Presse hat von einer Panzerkette gesprochen. Was die Abwehr von Barcelona anbelangt, ist es heute noch nicht. Auch hier zu spät an Reinhold. Dran und es bleibt dabei. Wieder unentschieden. Aber guck auch mal, was da für Lücken sind in dieser Abwehr. Da stehen 2-3 Meter auseinander. Normal ist es 6-0, wenn sie spielen, viel effektiver. Viel kompakter. Das ist heute noch überhaupt keine gute Leistung. Aber das ist letztendlich das, was Flensburg auch ganz geschickt ausnutzt. Sehr stark. Steffen Weinhold hat er super überrissen die Situation. Spätestens jetzt wissen wir auch unter Terry Kiel, die sich seine Dienste sichert, weil er ein super Auge hat. Spielerisch stark, lässt sich da nicht aufhalten. Hier auch nicht von 2-3 Leuten, findet die Lücke und dann super platziert. Wieder Führung für die SG. Das macht absolut Mut hier, die erste Halbzeit. Also mittlerweile glaube ich dran, dass die SG ernsthaft hier gewinnen kann. Ja, gegen Skopje qualifiziert im Viertelfinale, war eine ganz enge Kiste, eine Sekundenentscheidung am Ende mit dem 7 Meter von Egger. Jetzt gibt es die Verwarnung, sehr gut. Das ist einfach zu offensichtlich. Man kann ja auch mal auf Stürmerfoul provozieren, aber nicht, wenn ich klar in der Bewegung bin. Das hat so ein bisschen was von Überheblichkeit. Aber wir haben noch eine zweite Halbzeit, wir haben noch 6,5 Minuten in der ersten. Und Barcelona hat meistens immer noch was im Köcher. Und wenn diese Abwehr mal steht, dann ist es Beton. Ja? Und dann machen die auch so eine Abwehr heraus, auch diese Tempo-Gegenstöße. Aber jetzt sind wir erstmal optimistisch. Sehr starke Leistung bislang der SG. In Flensburg gibt es auch Public Viewing, habe ich gehört. Da werden sie jetzt mitfiebern, mitzittern. Mogensen mit Eggert. Und Eggert, der haut sie nochmal alle rein von außen. Nicht gegen Saric, das ist ein Fuchs. Karabatic. Das ist an ihm dasselbe. Er guckt sich die Abwehr genau an und dann kommt der Antritt. Dann geht er alleine durch. Manchmal, als wenn die Abwehr Butter wäre. In dem Fall gibt es immerhin Gelb. Mit fairen Mitteln nicht zu bremsen. Ja,
Irgendwo muss man ja Kompromisse eingehen, das ist klar. Wenn du im 1 gegen 1 auf 9 Metern gegen Karabatic, gegen Rutenka, ist die Gefahr natürlich groß, dass sie 2 Minuten ziehen. Aber die SG macht das wunderbar bislang. Sie rücken dann sofort ein und dann wird unterstützt, dass es zumindest nicht zum 7 Meter oder zum Torerfolg kommt. Und dass man dann mal eine gelbe Karte oder auch mal eine 2 Minuten Strafe bekommt, das ist nun mal so. Aber ich sag mal, von 10 Mal 1 gegen 1 Karabatic geht der 7-8 Mal zur Hand. Und dann lässt du ihn natürlich auch mal zweimal gegen die Hand. Lass ihn durch. Das ist ganz egal. Super gekämpft. Sie versuchen immer das Durchstecken. Den Bodenpass auf jeden Fall nicht klappt. Und der Superpass auf Hansen. Nein! Saric. Ach, ihn rein. Ja, die Dinger müssen rein. Dann hast du eine Chance gegen Barcelona. Aber Saric zieht ihn den Zahn. Lasse. Schwarz. Hier nochmal der Grütbecker-Klasse gekämpft von der Abwehr der SG und Anderson sofort mit dem Überblick. Ja, war ja fast halbe Höhe, das war nichts. Nein. Und doch wieder muss da repariert werden. Fünf Minuten, 12 Sekunden noch in der ersten Halbzeit. Super spannendes Spiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Barcelona. Ich würde sagen, es ist eines der stärksten Final Fours, die ich je gesehen habe bislang. Von den vier Mannschaften her. Ich habe akustisch nicht... Eines der stärksten Final Fours, die ich je gesehen habe, von den vier Mannschaften her. Ja. Nazarov, schönes Zusammenspiel und jetzt wieder der gefährliche Löfo für Suahindo auf der Platte, der jetzt wieder Abwehr wieder kommt. Reinhold, schade. Thomas, ja, das macht er ganz alleine. So schnell geht das. Führung für Barcelona und da gibt es noch 2 Minuten gegen Gottfriedsson. Ist natürlich ganz abgewichst. Klar bleibt er liegen, weil er weiß, er kommt nicht mehr rechtzeitig zurück. Das war kein böses Foul. Vielleicht sehen wir es da noch mal. Also das andere als ein böses Foul. Da kann man sich die Schulter nicht bei verrenken bei dem Ding, oder? Gegen die Brust gegangen. Nee, das ist nicht. Gegen die Brust. Ja. Was also im Handball, würde ich mal sagen, im Spiel 500 Mal vorkommt. Na, das ist ärgerlich. Da kann man als Schiedsrichter natürlich auch anders entscheiden. Es ist schwierig, haben wir auch schon häufiger erwähnt, aber das hat mich immer als Spieler unheimlich aufgeregt. Torhüter ist raus, Anderson, dafür kommt Heinl am Kreis. Wir füllen auf mit 6. Ist die erste Zeitstrafe überhaupt in dieser Partie? Anderson wieder drin, schön durchgesteckt und Körperfaul. Karabatic, aber er beruhigt. Jetzt wollen sie es doch lieber in der Überzahl ausspielen. Barcelona bekannt dafür, dass sie eine Überzahl gut drauf haben. Nie und nimmer Stürmerfaul, ja. Auch tut mir leid, das ja, ja. Muss ich einfach noch mal sagen. Also Barcelona bekommt jetzt Hilfe von den Schiedsrichtern. Und Lazarov nutzt das aus. Ja, in der Überzahl sind die einfach bärenstark. Ist bekannt. Schade, die Führung ist weg. 3 Tore in Folge für Barcelona. 16-14. Und immer noch 40 Sekunden die Unterzahl. Das sind so Phasen, in denen dann Barcelona total weggeht. Wieder Saric, wieder nicht gepfiffen. Tor. Nee, hat er nicht geschafft, das leere Tor zu treffen. Tja, aber der Versuch war es wert.
Robinson war sicherlich bedrängt, aber kann man laufen lassen. So, jetzt werden sie das ausspielen, damit der sechste Feldspieler kommt. Spahn ja mit dem Vorgezogenen. Mit Arino. Das ist links aus Nummer 3. Ah, also Reinhold. Schön weitergespielt. Und jawohl. Lasse Zorn. Vorarbeit von Reinhold Lenzen. Hat der Karabatic schön ausgewackelt. Unglaublich wertvoller Spieler, Steffen Weinhold, auch für die Nationalmannschaft jetzt bei den Spielen gegen Polen, völlig klar. Rodenka, beziehungsweise natürlich Karabatic, sorry, gegen Andersson, wichtig, dass er ihm mal einen wegnimmt. Und wieder. Mach ihn rein. Ah ja, lässt er schön über die Hand rollen. Das 16:16, so wichtig, jetzt gleich wieder zu kontern. Und der SG nach dieser kleinen Schwächephase in der Unterzahlsituation und die Fans der SG zahlreich angereist, sie jubeln zur Pause, jetzt hier ganz eng stehen. Und das spricht wieder für spannende zweite 30 Minuten. Entrevios, ja, da ist der Fuß von Andersson, der lässt er das stehen in der Ecke. Was für eine Parade, unfassbar, oder? Der lässt das Ding da einfach in der Ecke stehen, den Fuß, ja, hat er ihn vergessen dort. Und das schmunzelt auch Dubo hier. Schauen Sie mal hier, zack. Arbeitet ja mit einem Mentaltrainer, den er öfter konsultiert. Und super Pass von Mullensen. Oh, Eggert. Ist das schön. Ist das schön. Viertes Tor von Anders Eggert, 17:16. Letzte Minute in der ersten Halbzeit. Und Kirill Lazarov, ja, mit all seiner Routine. Jetzt müssen sie es ausspielen. 45 Sekunden noch. Und vielleicht mit der Führung mit dem 18:17 in die Pause gehen. Das wär's. Bisschen abgefälscht, dieser Ball. Sehr schwer zu halten für Andersson. Der Ansprecher sagt gerade, was für ein interessantes Match. Steht dem ersten in nichts nach. Mogensen. Mit Reinhold. Geht er durch. Ja. Wahnsinn, der Junge. Und 2 Minuten. Danke. Gegen Nikola Karabatic. Vater wird also mit 5 Leuten die zweite Halbzeit beginnen. Entre Rios, letzten Sekunden laufen. Was der macht, Kirill Lazarov, 20 Meter, fast hätte ich fast gesagt. 13 war es auf jeden Fall. Oder gibt noch den Freiwurf aus 13 Metern für Lazarov. Zehn zu 17 für die SG, verdient. Absolut verdient. Ganz konzentrierte, tolle Leistung und das macht natürlich Mut. Also ich glaube jetzt mittlerweile daran. Barcelona enttäuscht hier für mich, aber das ist jetzt erstmal egal. Ich freue mich für die SG und ich hoffe, dass sie es packen. Ja, wir sind nachher zurück mit der zweiten Halbzeit. Vielleicht gibt es erstmal Analyse und Highlights aus der ersten Halbzeit und dann meldet sich nach kurzer Pause mein Kollege Ulf Kampe. So, die Mannschaften versammeln sich wieder auf dem Parkett und natürlich muss meine Frage auch an Frank von Behren jetzt lauten, was würdest du machen, wenn du der Trainer des FC Barcelona wärst? Was hättest du in der Pause gesagt? Er hat auf jeden Fall die sehr, sehr schwierige Aufgabe, jetzt eine Mannschaft zu finden, die Abwehr spielen will. Ja? Also, die bereit sind, auf Abwehr zu spielen. Und da gab es in der ersten Halbzeit 2, 3 Spieler, die muss er unbedingt auswechseln. Ja? Also entweder sagt er ihm, also reiß dich jetzt mal zusammen oder am Riemen oder aber er findet jetzt seine Formation. Und das kann eigentlich nur lauten, Sorrento. Dann habe ich Liran Morus, der Abwehrspezialist, der natürlich immer gut Abwehr spielt. Jetzt bei Nordesco, der sich sehr viel bewegt. Die müssen jetzt das Abwehrzentrum bilden. Mit Karabatic, ja. Ja, Karabatic würde ich da jetzt aufnehmen wollen, weil er hat in der Abwehr kaum sich kaum
was gemacht. Er sitzt jetzt auch auf der Bank. Ich finde einfach, er muss jetzt eine Formation finden, die auf über 30 Minuten jetzt stehen bleibt und die Abwehr da zusammenhält. Denn ich glaube, das ist nicht nur ein Einstellungsproblem bei Barcelona, sondern auch ein Hierarchieproblem. Denn offensichtlich sind da doch einige Spieler unzufrieden, die über weniger Spielzeiten verfügen. Gut jetzt für Barcelona, dass sie den Ball haben, denn sie spielen in Unterzahl zu Beginn der zweiten Halbzeit. Lazarov und am Kreis. Rutenka, der diese Rolle ja perfekt spielte, ein Jahr lang bei Ciudad Real, wo ihn Talant Dushubayev so ein bisschen umfunktionierte zum Kreisläufer. Hat er damals gezeigt, wie variabel er einsetzbar ist. Champions League-Sieg in der Saison 2009 und dann der Ausgleich in Unterzahl. Entredios. Super. Das ist unfassbar. Nenadic. Drasko Nenadic sehr drastisch durchgetankt. Genau geht richtig. Auf die zu. Passt die Schema Rodriguez noch nicht ganz so schnell. Aber er sieht das. Ja, da steht Rutenka in der Abwehr und sagt er sich, na gut, dann gehe ich da mal hin, weil Rutenka wird da nicht unterstützen. Guck mal, er geht weg. Er geht vom Ball weg. Es ist nicht so, dass er nicht Abwehr spielen wollen würde. Ich glaube, er kann es einfach nicht. Entre Rios mit Lazarov. Ah, schön ausgetanzt, aber gut festgemacht dann doch noch. Heinl. Jetzt kommt der sechste Mann. Muss der Abschluss kommen. Den fängt er. Nottesbo wirft wieder rein. Andersson, er könnte zum Held werden. Das wäre ein Ding, wenn die SG Flensburg-Handewitt den großen FC Barcelona unter den Augen von Puyol, da haben wir ihn, wie auf Zuruf, rauswerfen könnte. Puyol mit dem FC Barcelona Champions League-Sieger geworden unter Pep Guardiola. Und er sieht das Tor für die SG. Passieren dadurch. Mogensen. Die Flensburger sind im Spiel. Das wird jetzt natürlich ganz schwer, sie aufzuhalten. Wieder Reinhold mit dem klasse Pass mit rechts kurz weitergelegt. Das ist auch wie im Training. Das ist wie im Training. Ja, wir haben es vorhin gesagt, das ist auch wie zurechtgelegt, denn die können ihr Spiel spielen, genau. Flensburger. Absolut richtig. Und ganz ehrlich, ich hätte es nicht für möglich gehalten, das Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen von Barcelona. Da dachte man ja, na, das ist eine Eintagsfliege, oder? Die Rhein-Neckar-Löwen haben so überragend gespielt. War sicherlich auch so. Aber da hat man auch gesehen, wie anfällig der FC Barcelona ist. Und das bestätigen sie hier heute nur. Also das wird schon schwierig. Jetzt kommt Karabatic doch wieder ins Zentrum mit Rutenka. Der Versuch hat auch nicht funktioniert. Er muss einfach jetzt seine Formation finden und sie müssen sich stabilisieren, sie müssen einfach viel mehr investieren. In die SG ist das super, dass es so läuft. Das war eben Fan des FC Barcelona und hat ja fast schreckgeweitete Augen. Noch schlimm ist es nicht, aber Glandorf. Fünftes Tor von Holger Glandorf, Wahnsinn. Drei Tore Vorsprung. Karabatic, jetzt sind sie wütend, die Spanier. Entre Rios geht mit voller Wucht in die Abwehr. Und was machen sie da, die Schiedsrichter? Das war allerdings jetzt ohne Sinn und Verstand. Schauen wir nochmal. Ja, das ist kein Siebmeter. Steht keiner im Kreis, da kann er froh sein, wenn es kein Stürmer faul ist. Das war überspitzt. Oh, Doppelzange. Ja, ja, gut. Okay. Zugemacht. Also Freiwurf ist verriegelt. Aber wunderbar gedeckt. Ganz fair. Von Karlsson. Das ist auch ein großes Plus, denn Flensburg weiß, sie dürfen sich im Prinzip keine 2-Minuten-Strafe erlauben. Entre Rios, so einfach geht das. Wow, klasse. Sforn lässt auch den Ball liegen. Einige sprechen heute und schon steht es nur noch 21-20, da ist vorne den Ball nicht fangen kann. Aber anscheinend auch keine Alternative dort auf rechts außen für Lubomir Franjes. Glandorf. Bei Holger wundert mich das immer. Er hat Aktionen, da denke ich mir, mein Gott. Andere würden eine halbe Stunde liegen bleiben und er steht einfach wieder auf. Das muss ja so wehtun, wenn man das alleine schon sieht.
was der Junge einstecken kleine, muss. Kleine Leidensmine meine ich gesehen zu haben. Eine klitzekleine. Ja. Landorf. Hiran Morris, der Abwehrspezialist schlechthin. Vogelsen. Ein bisschen zu lässig. Ja, macht da ist drin. Aber da steht ein Preis. Gilt trotzdem. Egal. Schauen wir nochmal hin. Ich bin ziemlich sicher, er stand bei der Aktion. Zack, und jetzt kommt er. Ja, es war auch so, aber das kann man ruhig mal so laufen lassen. Ich muss jetzt auch meine Unabhängigkeit aufgeben. Ich bin klar für Flensburg. Ja, weil du das Flensburger Bier auch so gerne magst, ne? Nee, das hat damit nichts zu tun. Keckverschluss. Wir sind auch keck heute. Oh, 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 oh. Na, na, na. Hartes Gerangel. Leg dich nicht mit Anders Egger dann. Was sagst du? Der hat auch schon Rückraumtore geworfen in der Saison. Ja, ja, genau. Ja gut, das ist sehr euphorisch hier, aber natürlich ist hier noch überhaupt nichts gelaufen. 25 Minuten und Barcelona ist eine Weltklasse-Mannschaft. Die werden jetzt alles versuchen, das hier in die richtige Richtung zu biegen. Und die Flensburger müssen bis zum Ende ganz hoch konzentriert bleiben. Die haben nicht so viel Material auf der Bank. Sonst wäre Lasse Sporn vielleicht schon mal ein paar Minuten draußen gewesen beispielsweise. Schöner Pass, super gespielt. Nottesburg. Fünftes Tor von ihm. Das Beste, was Barcelona bislang zu bieten hat, mit das Zusammenspiel-Rückraumpreis. Oh ja, Schritte. Saric. Aber da liegt immer noch verletzt Karabatic. Nee, nicht Karabatic, Entschuldigung. Nottesburg. Nottesburg. Also auf Karabatic. Heute zwei Dreien gesehen, ist nur eine Drei. Zu viel Flensburger Bier getrunken, oder? Das würde den Blick ja eher schärfen. Ja, bei dir vielleicht. Das wäre eine bittere Schwächung für den FC Barcelona, wenn er ausfallen würde. Nottesbo. Abans fertig, macht erstmal einen klaren Platz. Das hat er einen Oberschenkel bekommen und das ist mit Sicherheit keine Sache, die er vortäuscht. Ich tippe mal auf eine Leistenzerrung oder so etwas. In der Bewegung packt sich da an die Innenseite. Das würde dann das ausbedeuten für ihn. Ah, geht keine Hand an. Lazarov wirft aber nicht. Rutenka. Also das habe ich auch noch nicht erlebt, dass Lazarov und Rutenka völlig freigelassen werden auf 9 Metern und sie nicht werfen. Denker, Eggert. Und Abbruch. Mlinarić mit Mogensen im Aufbau. Mogensen, der heute wesentlich stärker spielt als zuletzt noch in der Bundesliga, wo die Kräfte etwas ausgegangen waren. Konnte ein bisschen auftanken jetzt. Hat ihn gut getan. Xavier Pascual will das Zeitspiel haben, aber erstmal gibt es den fehlerhaften Pass. Das wird sofort gerecht normalerweise. In dem Fall ist es Kirill Lazarov. Technische Fehler darf ich einfach nicht so auf leisten gegen Barcelona. Landorf. Wollte die postwendende Antwort. Eggert. Das ist so schön. Ah, nein. Schade. Besser kann man es nicht spielen.
Moritzson setzt an. Eggert, der normalerweise todsicher verwandelt, findet seinen Meister in Saric. Kirill Lazarov verzögert. Andersson. Genau. Und direkt auf den Mann geworfen. Heine. Bleibt schon am Boden, Saric. Karabatic. Karlsson, der behandelt wird. Karabatic auch wieder raus muss. Rutenka. Bislang der etwas effektivere. Saric und Sterbik. Eins der Torhütergespanne auf der Welt. Eins der besten. Auf Vereinsebene. Florindo. Spiel hat sich wieder gedreht. Ein guter Winkel für Lasse Svorn. Spielt sehr unglücklich heute auf der Rechtsaußenposition. Und Entre Rios. Jetzt drehen sie wieder auf, die Spieler von Barcelona. Und Flensburg muss versuchen, den Abstand jetzt wieder zu verringern. Dran zu bleiben, den nicht größer werden zu lassen. Kleine Fehler technischer Hinsicht. Chancen verwerten. Ist richtig. Wir haben jetzt einige kleine Fehler selber gemacht, aber das muss überhaupt noch nichts bedeuten, denn Barcelona ist anfällig. Naja, solche Dinger darfst du natürlich jetzt nicht machen. Also muss diszipliniert weiterspielen, genauso wie sie es vorher gemacht haben in dem gebundenen Spiel. Das funktioniert super. Ja, und auch die Abwehr funktioniert. Das waren jetzt auch zwei, drei unglückliche Tore, die sie bekommen haben. Wir müssen nur weiter an sich glauben. Juanin Garcia, der lässt keine Gelegenheit aus. Jeder Wurf ein Treffer. Drei Tore weg, Barcelona. Läuft jetzt so über das Spiel gegen Westbrem. Da hat Westbrem lange mitgehalten. Und dann plötzlich Kiel, die das Zepter in die Hand nahmen. Saric, der jetzt den Kasten zunagelt. Seine Spieler können nicht mehr verwerten. Das ist bitter, aber natürlich absurd, durch den Kreis. Karabatic schön zu sehen. War eine ganz klare Sache, waren 7 Meter. Geben sie nicht. 10 Minuten gespielt, 3 Tore Vorsprung, Barcelona und Puyol. Ja, jetzt kann er ein bisschen freundlicher reinblicken. Denker. Ja, das macht Holger immer falsch. Natürlich gibt das jetzt 2 Minuten und 7 Meter, denn er bleibt immer hinter ihm stehen. Und wenn dann der Pass kommt, wie hier der Rückhandpass, natürlich schön gemacht, aber dann hat er keine Chance. Das sieht im Moment nicht gut aus für die Flensburger. Ruckzuck haben die Spanier das gedreht. Die 2 Minuten kannst du geben. Klar, so Indo. Mit keinen 7 Meter. Dort zählt auch nicht. Klar, wenn man mit dem Mundschutz. Urschrei. Hammer. Das Tor von Lazarov. Jeder Wurf ein Treffer jetzt beim FC Barcelona. Nach 40 Minuten 26 Tore. Ja, momentan sieht es nach dem Traumfinale aus, was viele schon wieder heraufbeschworen haben. Barcelona gegen Kiel. Aber es sind ja noch reichlich Minuten, 19 an der Zahl. Allerdings die Flensburger in der Unterzahl. Auszeit genommen von Lubomir Franjes. Und die Fans vom FC Barcelona aus dem Häuschen. Du bist da überall über. Weihnachten.
Handballfest vom Allerfeinsten in der Karnevalhochburg Köln. In dieser Wahnsinnsarena kann ich immer nur wieder betonen, das ist Kirill Lazarov, der Wahnsinnshandballer, der heute auch nicht viel liegen lässt. Fast jeder Wurf ein Treffer. Unglaubliche Spannung, Körperspannung bei ihm. Dem Mazedonier. Und das die vergebene Chance von Anders Beggert. Ja, Lubo könnte natürlich personell auch etwas ändern. Mal Hampus Wanne auf links außen bringen, denn Anders hatte nun zwei, drei glasklare Chancen. Oder auch mal rechts außen wechseln. Oder auch Thomas Mohn zu vertrauen. Das geht natürlich auch. Thomas Mogensen, immerhin mit diesem Tor, bringt seine Mannschaft auf drei ran. Sie wollten jetzt so eine Phase mit Tempo-Gegenstößen. Mit einem guten Andersson, der hat aber zuletzt nicht mehr viel zu packen bekommen. Das war ein Strich von Mogensen. Gutenka. Die spielen das wunderschön aus, aber Andersson. Lenzburg in Unterzahl. Das sind normalerweise Situationen, die lässt sich Gutenka nicht entgehen. Und der wirft da drauf. Aber jetzt, guck mal da zum Beispiel. Aber das würde ihm alles nicht lang genug dauern und insofern versuchen sie noch Zeit zu schinden, in Überzahl weiter auszuspielen. Aber da war der Winkel nicht ganz so gut. Mogensen aus dem Stand. Iran Moros mit Garcia. Na, versucht's alleine. Klasse gespielt auf den Rechtsaußen. Das beherrscht ja auch im Schlaf. Die Pässe von links nach rechts und rechts nach links außen. Sieht nicht gut aus für die SG in diesem Moment. Marcelo hat den Gang hochgeschaltet, die Flensburger verwerten ihre Chancen nicht. Gottfriedsson schnell vorbeigegangen an Sorindo. Aber da kommt der Nächste mit Gurbindo. Schweinhold, Tor Nummer 5. Lazarov mit Gutenka. Völlig frei Sorindo. Und der 7 Meter überfällig. Ja, das wäre jetzt so eine Aktion. Den sollte er halten. Zwei haben sie schon verworfen, die Spieler von Barcelona. Gutenka mit dem Pass auf. Sorindo zu spät. Knutzen. Klarer 7 Meter. Zum zweiten Mal am Kopf getroffen. Matthias Andersson. Gegen Garcia. Auch den verworfen. Dreimal daneben genagelt haben sie die Spanier und führen trotzdem mit drei Toren. Noch kein 7 Meter übrigens für die SG Flensburg. Handewitt. Weit drüber. Da kann wieder ein bisschen Hoffnung auf. Aber jetzt müssen die Chancen verwertet werden. So denn vorhanden. Mogensen mit Gottfriedsson. Barcelona steht jetzt aber auch besser.
Ja, das wesentlich weiterer Innenblock. Ja, sie stehen jetzt kompakter, lassen das nicht mehr zu, dass man da in der Mitte so einfach so durchspazieren kann. Ist letztendlich auch ihre beste Variante mit Moros auf der Halbposition und Gobinho im Innenblock. Karabatic macht jetzt mehr, weil er genau weiß, er darf jetzt nur noch Abwehr spielen. Im Angriff muss er ja raus für Rutenka. Sarmiento. Jeder Wurf ein Treffer bei Kirill Lazarov. Tor Nummer 5 für ihn. Unglaublich schnell gehen sie jetzt raus, attackieren, versuchen dicht zu machen, das Spiel zu stören. Lassen jetzt die Stenzburger nicht mehr ihr Spiel spielen. Ja, genau so ist es. Manchmal, zum Erfolg. Manchmal ist es auch besser, du verteilst die Rollen ganz klar. Wenn Lazarov darf jetzt auf halb rechts vorne die Tore machen. Auf halb links ist es Rutenka. Dann hast du in der Abwehr Karabatic, der sich nur um Abwehraufgaben kümmert. Genauso Moros. Gobinho auch. Du hast jetzt eine ganz klare Aufteilung und schon funktioniert es besser. Und natürlich schmeckt das seinem Karabatic nicht, das ist auch klar. Aber da muss man sich jetzt einfach auch mal in den Dienst der Mannschaft stellen. Thomas, wieder ganz clever gemacht von ihm. Macht er ganz alleine, aber ja, da rutscht noch durch, drin ist er. Die lassen jetzt nicht mehr locker, die Spanier. Durch die Beine, alle durch den Arm. Pech. Rasmussen im Tor bei der SG Flensburg. Haben wir jetzt mal Andersson keinen mehr zu packen bekam. Sieht nicht gut aus, Frank. Es scheint durch zu sein, da gebe ich dir recht. Aber wir wollen Flensburg nicht zu früh abschreiben. Natürlich ist das auch extrem intensiv, laufintensiv das Spiel. Das Lubomir Franjes das spielen lässt mit seinen ganzen Schwedenkreuzungen vorher. Es ist wunderschön mit anzusehen. Und wenn du in Blüte deiner Kraft stehst, dann schaffen die Jungs das auch 60 Minuten. Aber nach dieser Saison, nach dieser kräftezehrenden Saison, ist es natürlich für Thomas Mogensen schwer, über 60 Minuten dann diese Leistung abzurufen. Das ist klar. Es läuft momentan wieder alles auf ein Finale Kiel gegen Barcelona. Hinaus, so haben es viele vor diesem Turnier, diesem Final Four, wenn sie Turnier nennen wollen, prognostiziert. Das nochmal das Tor von Thomas. Die beiden routinierten Gruppen scheinen sich durchzusetzen. Westrem und Lenzburg hier die Newcomer in Köln. Für dich war ja eh von vornherein Barcelona Favorit. Ja, aber nach heute muss ich sagen, das ist mindestens 50-50. Aber warten wir es ab. Durchgespielt. Ja, ich finde, er könnte jetzt Lasse Swan dann mal auswechseln. Ja, natürlich hat er diese Möglichkeiten. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Also die alten schönen Winkel geholt, wieder angeworfen für mich Saric. Halb hoch in die Hüfte. Jetzt macht sich Radivojevic aber auch warm. Jetzt wird er kommen. Links außen haben wir schon den Wechsel. Ja, es hätte halt alles passen müssen bei der SG. Sie hätten sich keinen Fehlwurf von außen erlauben dürfen. Dann stünde es jetzt auch. Sicher 29, 28. Viel knapper. Schönes Auge jetzt. Ah!
vorne zum 25 zu 29. Schön verzögert. Super. So, Hindo. Ich glaube, die Flensburger sind ein bisschen K.O. hinten. Gehen nicht mehr so dicht wie vorher. Lassen es viel vom Kreis zu, was ich schon durch diese Spielzeit so war. Kommen nicht mehr vorbei an Saric. Ballbesitz Barcelona. Das haben die jetzt im Griff. War ein Verlegenheitswurf. Ja, komm, lass uns nicht zu früh den Deckel drauf machen. Das haben die Flensburger auch nicht verdient. Aber man spürt irgendwie, dass da jetzt ein bisschen das Pulver verschossen ist und dass die Spieler von Barcelona sehr, sehr abgezockt sind in diesem Moment. Kirill Lazarov, der trifft ja jedes Mal. Sie wollten schon vor dieser Saison den Champions League-Sieg Barcelona. Das war das erklärte Ziel nach der Niederlage im letzten Jahr in der Verlängerung gegen den THW Kiel. Na, jetzt haben sie morgen die Chance, das wieder gut zu machen. Aber ich finde, beide Mannschaften haben ja wichtige Positionen ausgetauscht. Und Barcelona war im letzten Jahr stärker, hat einen stärkeren Eindruck hinterlassen. Die Kieler gehen natürlich auch jetzt auf dem Zahnfleisch und insofern bin ich echt gespannt, wer morgen die letzten Reserven mobilisieren kann oder ob sich auch Barcelona als Einheit darstellt, denn das scheint mir nicht ganz so zu sein. Das ist richtig. Das ist aber Hamburg-Barcelona, ja. Ja, davor war es Kiel gegen Barcelona. Gewonnen Barcelona gegen Hamburg, hier zweimal gegen Kiel verloren in der Lanxess Arena im Finale, in zwei Wahnsinnsfinals. Und jetzt so gut wie im vierten Endspiel in Köln. Spanier haben sich ja beschwert, dass das Final Four immer in Köln stattfindet, aber dafür waren sie relativ erfolgreich hier. Gottfriedsson. Nein, die kommen da nicht mehr durch. Das ist diese Betonmauer, diese Panzerkette. Bis zum 22 zu 22 gut mitgehalten. Weinhold. Weinhold mit einer ordentlichen Quote, 6 von 9. Damit bester Feldtorschütze, Holger Glanow, 5 von 7. Ist auch sehr ordentlich. Mogensen 5 von 9. Aber im Endeffekt dann doch zu wenig. 9 Minuten noch und das gibt 2 Minuten gegen Heidel. Drei Zeitstrafen gegen Flensburg, eine gegen Barcelona. Jetzt zaubern sie. Suahindo holt den 7 Meter raus. Auf der Bank von Barcelona wird schon gejubelt. Immer wieder diese Pässe. Bislang noch kein 7 Meter verwandelt, die Spanier.
Fenker. Er war wieder dran, Andersson. Hat nur drei Tore gemacht, Marco Fenker, war aber sehr effektiv in der Partie. In der Unterzahl wieder der Feldspieler drauf war, der SG mit Knutzen. Jetzt den Arm gehoben. Ja, da ergibt nicht drin. Sehr clever der FC Barcelona. Morgen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das dritte Endspiel hier gegen den THW Kiel. Klatschen sie schon ab auf der Bank. Wunderschön durchgespielt. Andersson zum dritten Mal. Andersson sei schon Rasmussen. Erstmal im Gesicht getroffen. Sehr schnell, viel Zug. Ich kann da viel Erfahrung sammeln bei diesem Treffer vom 27-32. Hat er nicht früh genug Vertrauen gehabt in den Spieler, genauso wenig wie in den anderen rechts außen. Andersson. Rasmussen, sorry. Das ist sofort auf Andersson fixiert bei SG Flensburg-Handewitt. Reinhold. Andersson war heute leider nicht der Faktor. 28% gehaltene Bälle, das reicht nicht aus. Da liegt Saric mit 40 deutlich drüber. Morgen wird es natürlich interessant werden. Saric bzw. Sterdik oder Malika. Wenn er wieder den Vorzug erhält. Band bei Gislason. Malika heute sicherlich noch ein bisschen mehr Matchwinner gewesen. Dem hatten sich viele Tempo-Gegenstoßtore zu verdanken gegen West Brem. 6 Minuten 20 Sekunden vor dem Ende wissen Lazarov und Co., dass die Sache gelaufen ist. Meter. Klar, du musst das versuchen jetzt. Glandorf im Prinzip völlig korrekt. Einzige Möglichkeit noch, versuchen Treffer zu erzielen. Ganz entspannt, Xavi Pascual auf der Bank des FC Barcelona. Saric weiß auch, was die Stunde geschlagen hat. Aber vielleicht können die Flensburg das Ergebnis noch ein bisschen freundlicher gestalten. Haben sie wunderbar durchgespielt und er macht das super. Ein Tor nach dem anderen. Schöner Wurf. Campus Wanne, was für ein Name. Man ist heute geneigt zu sagen, man hätte ihm vielleicht ein bisschen früher das Vertrauen geben können, aber sagt es so leicht gegen so einen avisierten Mann wie Eggert. Der zweimal scheiterte aus aussichtsreicher Position von außen, genauso wie auf der anderen Seite Lasses vorn. Könnte man jetzt sagen plus 4, aber das wäre ein bisschen zu einfach gerechnet. Denn ob sie das verwandelt hätten, wissen wir auch nicht.
in jedem Fall Flensburg auf 4 Tore ran. 5 Minuten vor dem Ende. Rasmussen. Lorenzen. Völlig freier jetzt. Landorf, nur noch 3 Tore. Und es sind noch 4 Minuten 15. Ist natürlich machbar, keine Frage. Aber da muss jetzt die Abwehr total komplett zumachen. Was überlegen, das tut er auch. 2 vorgezogene. Bei der SG. Logisch, irgendwas musst du jetzt versuchen. Ausseite. Ausseite der Fans, der Spieler von Barcelona. Geführt, plötzlich sind es nur noch 3. So, und die wird dann noch mal morgen Luft. Daran sieht man, dass man nie ein Spiel abhaken darf, völlig klar. Das ist absolut richtig. Lumino Franiers hat noch mal seine Leute eingestellt. Hinten darf jetzt nichts mehr passieren und du musst vorne 3 Stück machen. Landorf. Wenig liebevoll behandelt. Butenka sollte mal richten am Ende. Zusammen mit Karabatic, der Lazarov auf halb rechts jetzt spielt, beziehungsweise in die Mitte wechselt Sarmiento, ebenfalls dabei. Durchschlagskräftiger Rückraum jetzt. Einsatz, Karabatic. Ah, mit ausholenden Schritten Sarmiento. Das gibt nur Freiwurf. Noch 3,5 Minuten. Gut unterstützt von Weinhold. Mal wird der Arm gehoben. Karabatic, jetzt ist er oben. Ah, völlig frei. Ja, das muss. Komm, mach ihn rein. Gibt's ja gar nicht. Radivojevic. Da liegen Heinl und Karabatic. Die müssen aneinander gestoßen sein. Vorher Weinhold sehr gut gemacht, zieht die beiden Spieler auf sich. Und dafür ja. Nochmal Karabatic. Hier erstmal so hin. Oder hätte alles klar machen können, dieser Partie. Hat er nicht. Es sind 2 Tore. Und es sind 3 Minuten 13, also machbar ist alles. Logisch. Ja, wir haben jetzt von Derek Kiel gesehen gegen den FC Barcelona. Das war, glaube ich, 8 Minuten vom Ende, 6 Tore oder so, oder 7 sogar für Barcelona. Und Kiel hat es noch umgedreht. Weinhold hier nochmal mit der Aktion. Auch Radivojevic, für mich auch zu spät gekommen. Der Lass ist vor. Der Wechsel war auch überfällig auf Rasmussen von Andersson. Barcelona jetzt doch sichtlich ein bisschen angestochen. Oh, muss aufpassen, sonst gibt es hier noch 2 Minuten. In einer Situation, die völlig unnötig ist. So, Rotenka. 10 Meter. Komm, komm, komm. Ich würde lieber Rutenka werfen lassen. Der hat ganz miese Quote, 30% noch aus dem Feld. Der hat heute kein gutes Spiel gemacht. Und jetzt kommt immer wieder das Ding. Anprellen, 2 Kreisläufer.
Das ist alles nicht mehr schön anzusehen, aber letztendlich, wenn sie jetzt ein Tor machen, ist es schon die Vorentscheidung. Ich wundere mich, dass Slager auch draußen ist, weil er bislang unglaublich gut getroffen hat von der halbrechten Position. Ich weiß nicht, was ich dabei Xavi Pascual denkt. Warum er hier mit drei Rechtshändern spielt im Rückraum. Das verstehe ich auch nicht. Jetzt kommt der Arm, jetzt muss was passieren. Da gab es eine Aktion später, dann der SG Flensburg den Angriff abgepfiffen. Und Rutenka, was macht er? Ja, das ist Zeitspiel! Ach, das gibt's doch nicht, er will gar nicht werfen. Oh, ich brech zusammen. Die Halle steht Kopf. Geld gegen Lubomir Franjes, das kann ich total verstehen. Hätte man vorher ja schon abhalten müssen, die Aktion von Rutenka, der hätte auf jeden Fall schon Ballbesitz für Flensburg geben müssen. Also nicht gut ausgesehen, Václav Horacek und hier die Slobodny. Vielleicht ein bisschen der Barcelona-Bonus in diesem Moment. Bringt den Ball wieder. Bitter für die SG. Lazarov. Ja, weg ist er. Sehr gut. Komm jetzt. Ja, jetzt muss das Tor her und dann brauchen sie noch eins. Allzu lange darfst du nicht warten mit der Aktion jetzt. Das ist unfassbar, dass Flensburg jetzt doch hier die Chance bekommt. Was ist das für ein Spiel? Das Ding muss jetzt sicher rein. Die Sekunden laufen, müssen sich neu ordnen, das hat nicht funktioniert mit dem Spielzug. Oh, nein. Da wollen sie Stürmer voll haben, die Spanier, die springen alle auf. Aber die Zeit läuft jetzt erbarmungslos, wollte ich sagen, sorry, gegen die Flensburger. Das Tor muss jetzt her. Und dann musst du irgendwie hinten den Ball kriegen. Komm, jetzt wollen wir gar nicht durch, dieses Bollwerk da in der Mitte. Wer riskiert? Ja, war schon ein bisschen in den Mann gedreht. Ja, das war schon hart an der Grenze. Aber da haben die Schiedsrichter jetzt auch mal Fingerspitzengefühl bewiesen. Komm, Holger. Jo! Hammermäßig. Und jetzt noch 52 Sekunden, noch 50 Sekunden. Was macht Barcelona? Die werden den Ball halten, ist klar. Wann wird der Arm gehoben? Rutenka. 35. Ja, sie haben alle Zeit der Welt, das ist klar. Ja, jetzt muss der Arm aber auch kommen. Schiedsrichter winkt noch ab. Ja nun! Passiert nichts. Passiert nichts. Kein Timeout. Die Zeit läuft weiter, die Zeit läuft runter. 15 Sekunden jetzt nochmal angehalten. Franjes ist total sauer. Die haben einfach nur gespielt. Ohne auch so irgendeinen oder so auf Tor. Schuss zum Tor. Da gibt es Schiedsrichter, die pfeifen, die heben sofort den Arm. Damit ist Barcelona so gut wie durch. Weil die 15 Sekunden können sie auch noch spielen jetzt. Ja, sie müssen jetzt irgendwen werfen lassen von der Außenposition. Jetzt kommt der Arm. Auf gar keinen Fall mehr einen Freiwurf machen lassen. Ja, jetzt ab! 8 Sekunden noch. Mach es, Holger. Ja! Ich fass das nicht! Ich fass das nicht! Unglaublich, was sich hier abspielt. Und ich nehme alles zurück. Wir haben uns viel zu früh hier festgelegt. Da kann man mal sehen, was Handball ist. Mia culpa, sage ich da nur. Flensburg biegt das Ding am Ende noch um. Nicht zu fassen. Aber es waren nicht ganz viele Sekunden, die es noch gibt. Es gibt sogar noch mal die Auszeit von Barcelona, aber es war noch jetzt die Zeit abgelaufen. Also ich sehe nichts mehr auf der Uhr. Bei mir zeigt die Uhr 0, weiß ich nicht. Ja, was das jetzt noch sein soll. Ich weiß gar nicht, ob sie noch die Verlängerung. Nein, es gibt alles die klar. Verlängerung, weil also das er darf das keine Verlängerung ist ja klar. Ja. Ja. Aber er darf gar keine Auszeit mehr nehmen. Hat er schon ausgereizt. Okay, also jetzt gibt es zweimal 5 Minuten Verlängerung.
Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Jahr hatten. Wahnsinn. Springt an Freund und Freund vorbei, der fliegende Glandorf. Guckt dir einer den Kujol an. Was ist das? Das kennst du vom Fußball nicht. Nee. Das Spiel war schon längst weg. Und dann kommt diese Außen, ja? Hampus Wanne. Als eine Mannschaft wie Barcelona sich das Ding noch nehmen lässt, also ganz ehrlich, hätte ich nie im Leben gedacht, bin ich am Ende pomadig gespielt. Ja, wir haben es schon abgehakt. Ich gebe zu, ich habe es auch abgehakt. Und ja, ich habe es auch gesagt. Darf man manchmal mal nicht machen, man lernt absolut immer wieder dazu, völlig klar. 8 Minuten vom Ende. Es gab im Prinzip nur 5-6 Spieler, die haben das Spiel noch nicht abgehakt. Unfassbar. Endlich hatten sie den Multischiedsrichter, die Auszeit bzw. den Arm zu heben. So. Aber was haben die jetzt noch drauf, die Flensburger? Was haben die noch im Köcher? Zuletzt ja immer, wenn es richtig war, im Halbfinale ausgeschieden im richtigen Ding. Ja, Flensburg hatte wieder also. Rettet sich in die Verlängerung. Da werden Erinnerungen waren ans letzte Jahr, als Hamburg hier gegen Barcelona in die Verlängerung ging. Und Lubomir Franjes, sein Verdienst mit Sicherheit auch. Auszeit nochmal im richtigen Moment genommen, Mannschaft motiviert. Barcelona hat Anwurf. Mit Rutenka, Karabatic und jetzt Lazarov aus 10 Metern und Rasmussen. Der Wechsel hat sich mehr als gelohnt, den zu bringen für Andersson. Von da an ging es in die richtige Richtung für die SG Flensburg-Handewitt. Und mit den beiden jungen Leuten auf den Außenpositionen. Entre Rios, ja. Super Auge von ihm. Glandorf, greifen sie gar nichts, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und Rios wieder drin. Sehr auffälliger Spieler heute. Bogensen, Glandorf. Macht den Kasten wieder zu. Saric, 2 Minuten in dieser ersten Halbzeit gespielt. Das wäre schade, wenn sie sich um den verdienten Lohn bringen wird. Ja, und vor allen Dingen in so kurzer Zeit. Das ist wirklich, ja. Ich meine, jetzt ist jedes Tor natürlich Gold wert und Raul Entreios macht 2 ganz einfache Dinge. Es ist unangenehm, gegen ihn zu spielen und über das falsche Bein diese Würfe, diese extrem schwierig zu verteidigen. Aber ihn machen lassen, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Alle anderen sind ja nicht mehr selbstbewusst. Also Raul Interiers ist auch der Einzige aus dem Rückraum, der über eine gute Quote verfügt und der sich jetzt die Dinger nimmt. Also Rutenka würde ich jetzt Steffen Weinhold macht erstmal einen Anschlusstreffer, aber Rutenka würde ich jetzt erstmal werfen lassen. Auch Karabatic macht nicht den sichersten Eindruck. Weinhold macht dieses Tor sozusagen im Vorbeigehen, ist damit jetzt der erfolgreichste Schütze seiner Mannschaft, 7 Tore, der erfolgreichste Werfer auch in dieser Partie. Kieler können sich freuen, den zu haben. Vielleicht gibt es ja morgen das Aufeinandertreffen zwischen Kiel und Flensburg. Das wäre ein Ding. Wie letztes Jahr im Fußball in der Champions League und auch im Handball
wie wir es 2007 hatten. Entre Rios mit Kirill Lazarov. Ja! Und komm, den hast du. Oh. Ah, voller Einsatz, aber den kann er nicht kriegen. Ah, das ist ein Kampf auf Biegen und Brechen. Ja, den hat er natürlich. Rasmussen. Bravo. Kommt. Landorf. Mogensen. Na, schade, hat er versucht, den Außen in Szene zu setzen. Rendsburg am zweiter Halbzeit Anwurf. Also jetzt ein Ausgleich, das wär's. Mit Reinhold, mit Mogensen. Landorf, der an den, den Riesenanwurf. Aber leider Garcia. Ja, den Holger liegt doch da. Hoffentlich ist da nichts passiert. Rasmussen, das ist ein Teufelskerl. Gucken wir nochmal diese Aktion an. Landorf mit dem Kopf. Ah, nee, da hat er nur ein bisschen was ans Ohr oder ans Auge bekommen. Ich glaube nicht, dass es zu arg war. Garcia, zweite große Chance von ihm vergeben. Der Junge zeigt auch Nerven, das ist ganz ungewohnt. Normalerweise auch ein ganz sicherer Schlusskick. Ja, wie sagt es schon die Flensburger, in einem Spiel kannst du die Spieler von Barcelona schlagen. In zwei wird es natürlich schwierig, wie wir es bei Rhein-Neckar-Löwen gesehen haben. Aber da war es ja auch ganz eng, da fehlte auch nur ein Tor. Und momentan fehlt den Flensburgern ein Tor zum Ausgleich. Erleben wir womöglich hier noch am Ende einen 7-Meter werfen, da ist alles möglich. Das letzte hatte ich mit euch 2004 Halbfinale gegen Spanien, weiß ich noch, das war heftig. Aber schauen wir mal, wie die Verlängerung hier läuft. Mogensen, klasse Anspiel und dann nicht gepfiffen, weil Reinhold nicht trifft. Gibt's ja gar nicht. Die beiden Keeper im Mittelpunkt, Saric und Rasmussen. 25 Sekunden noch in dieser ersten Halbzeit der Verlängerung. Spanier werden versuchen, da noch eins draus zu machen. Entre Rios, 10 sind es noch. Karabatic macht er es. Ja. Fünftes Tor von Karabatic. Und aus ist es. Das wäre eine riesen Enttäuschung, wenn es am Ende jetzt nicht klappen würde. Klar doch. Ah, da steht noch ein Mann gegen Karabatic, ist zu wenig. Ist ja klar, dass der Karabatic geht. Karlsson kann ihn da nicht entscheidend am Torwurf hindern. Mit Ansage das Tor von Nikola Karabatic. Könnte ein wichtiges gewesen sein. Immerhin jetzt Anwurf für die SG Flensburg. Eine mit kurze Pause in dieser Verlängerung vor knapp 20.000 in der Lanxess Arena. Wo wir nicht so viele Verlängerungen gesehen haben in den letzten 5 Jahren. Letztes Jahr diese knallharte der Hamburger gegen Barcelona. Zweimal sogar. Was fällt den Flensburgern noch ein? In jedem Fall müssen die Spieler, egal wer jetzt weiterkommt, viel Kraft lassen. Zweites Spiel dafür auch heute. Spieler können sich jetzt schon ausruhen. Vielleicht nicht ganz unwichtig. Ja, ist in der Tat so. Wobei Pascal sicherlich versucht hat, seine Spieler zu schonen und viel zu wechseln. Es hat ja wirklich jeder Spielerteile gehabt. Von seinen drei links außen hat jeder 20 Minuten gespielt. Ist so ein bisschen nach hinten losgegangen. Leute, ein Tor muss her mit Gottfriedsson, mit Knutzen, Mogensen, Reinhold. Nochmal 5 Minuten, volles Rohr reinknien. Hektisches Treiben auf der Bank der Flensburger. Da wird gerade Karlsson verarztet am Ohr. Reinhold.
kommt momentan auch an Saric nicht vorbei. Der muss jetzt rein. Absolute Pflicht. Ja, sehr gut. Super gespielt von Mogensen auf Knutzen. In seinem vorletzten Spiel für die Flensburger. Erstes Tor. Das sind manchmal die einfachen Sachen, die zum Erfolg führen. Die beiden im Zusammenspiel, Berich, die beiden Dänen. Die Europameister. Barcelona, 4 Minuten noch in diesem Hexenkessel mit Lazarov, mit Entre Rios und mit Karabatic, der jetzt der drauf ist und Rutenka am Kreis. Karabatic aus dem Stand und Rasmussen. Komm, er traut sich nicht, den langen Pass zu spielen. Campus Wanne war frei. Hatte den Ball gefordert und sagt jetzt auch, Mensch, warum hast du nicht gespielt? Hat also jetzt hundertprozentig getan, aber jetzt ist Rasmussen drauf und der hat gut gehalten die letzten Minuten, das ist klar. 3,5 Minuten. Gottfriedsson und am Kreis Knutzen, der schon wieder den Arm hebt. Knutzen, kaum in Erscheinung getreten, aber eben mit diesem wichtigen Tor. Mogensen. Weinhold, wieder mit Knutzen. Doppeldeckung. Wir müssen das jetzt ausnutzen, dass Rutenka auf der Halbposition deckt. Weinhold parallel oder im 1 gegen 1. Das kann Rutenka nicht verteidigen. Oh, haben die Pech. Haben die Pech. Mit der Unterkante Latte. 3 Minuten noch. Was für ein Krimi. Mach es. Ja, ja. Oder so! Mogensen mit dem super Auge. 6. Tor von Mogensen. Nutzt alles nichts, den brauchen wir jetzt. Rutenka versucht es am Kreis, wird von Karlsson und Mogensen kassiert. Der gibt ihm die Hand oder will ihm die Hand geben, will er gar nicht. Rutenka, das wird jetzt noch ein Kampf auf Biegen und Brechen bis zum Ende. Da werden Stoßgebete gen Himmel geschickt. Entre Rios mit Karabatic. Sehr gut, sehr gut. Thomas und wie der fliegt. Der schraubt sich da in den Himmel in der Lanxess Arena, würde ich sagen. Ja, er muss reinrücken und dann ist natürlich alles frei auf außen. Heißt schon wieder, ein Tor ist Pflicht für die Flensburger. 1,40 vor dem Ende. Gottfriedsson mit Mogensen, der unglaublich gekurbelt hat in dieser Partie. Der selber macht. Abgepfiffen vorher. Aus dem Häuschen Lubomir Franjes. Na ja, gut. Das fand er natürlich mal bei dem Kreis. Wäre kein reguläres Tor gewesen. Aber wenn die Flensburg jetzt eins machen, dann wäre Barcelona wieder am Drücker. Da muss eins her. Oh. 7 Meter. Aber wer traut sich jetzt? Eggert, wer kommt? Ah, da muss anders hängen. Er geht schon. 1:06 vor dem Ende. Aber er hat einiges verworfen heute, anders Eggert, von der Außenposition. War lange nicht drauf. Kommt jetzt einigermaßen kalt von der Bank. Er macht ihn rein. Du kannst dich beruhigen. Also, mein Kollege Frank von Behren sagt, er macht ihn auf jeden Fall rein. Dann schauen wir mal. Der muss auch rein, Frank. Gegen Saric. Keine Sekunde war Sterbik auf dem Feld heute. In Skopje jetzt, hat er ihn verwandelt, hat er ihn vernagelt, hat er ihn reingenagelt, ja, und er macht es auch jetzt, Eggert. Der ist so cool. Wie lange werden es jetzt die Spieler von Barcelona ausreißen? Bis 10 Sekunden vor dem Ende wieder. Lazarov. 30 Sekunden. Nochmal Timeout. 27 Sekunden vor dem Ende. Xavier Pascual. Oh, Glück gehabt. Am Trikot gezerrt. Lazarov könnte es auch 2 Minuten für geben.
bitte jetzt kein Tor. Das wäre bitter für die SG. Karabatic, Lazarov. Kein Arm, der gehoben wird. Kein Zug zum Tor. Genau wie vorhin. Ganz ähnliche Situation. Ja, ja, ja. Exakt dasselbe. Was ist das? Was ist da jetzt wieder los? Wieder Timeout. 10 Sekunden. Einer wird es versuchen und dann ist die Zeit wahrscheinlich nicht mehr drin, noch dagegen zu halten. Ich hätte Karabatic jetzt versuchen. Jetzt der EOS kann ich mir auch gut vorstellen. Und Lazarov. 5 Sekunden gemacht. 4 Sekunden. Timeout. Ein Timeout jagt das nächste. Nein, was ist jetzt denn los? Ich fasse es nicht. Das kann nicht wahr sein. Naja, ins Gesicht geschlagen, sagen sie. Damit Knutzen raus. Er hat ihn getroffen. Jetzt muss der Wurf sofort kommen von Barcelona. 4 Sekunden. Wenn sie jetzt ein Tor machen, dann sind sie im Finale. Wer kann es verhindern? Lazarov. Was für ein unglaublicher Fight zwischen Barcelona und der SG Flensburg-Handewitt. 36 zu 36. Erinnerst du dich ein bisschen an euer Spiel damals, 2004 gegen Spanien? Wenn du mich jetzt nicht gefragt hättest, nee, liegt nicht so nahe. Das Spiel hat keinen Verlierer verdient, das kann man schon sagen. Einen wird es auf jeden Fall geben. Wieder gekämpft, wieder mit 2 Toren hinten gelegen und wieder rangekämpft. Das ist schon Wahnsinn. Es gibt die 2. Verlängerung. Mein Gott, die China sitzen zu Hause im Hotel und lachen sich ins Fäustchen. Das ist sehr, sehr selten. Im Handball. Aber jetzt zum 2. Mal. Ich glaube, Frank, dass wir keine 2. Verlängerung haben, sondern 7 Meter werfen im Halbfinale. Morgen im Finale hätten wir 2x5 Minuten Verlängerung, wie letztes Jahr auch. Im Spiel um Platz 3 wird es gewonnen. 7 Meter werfen geben, sollte es unentschieden sein. Saric und Serdik nochmal im Gespräch. Unfassbar. Nehmen und springen sie alle auf. Die Zuschauer sind total aus dem Häuschen. Saric wird er der Held werden oder auf der anderen Seite, ja, vielleicht Rasmus. Die Spanier haben heute 30 Meter verworfen. 6 Tore lagen sie vorne, die Spanier. Und die Flensburger haben es geschafft, wieder ranzukommen. So, ladies and gentlemen.
28%ige Quote von Anderson. So, wer fängt an? Ich habe das Gefühl, Anders Eggert hat den Ball schon in der Hand und wird wohl für die Flensburger den ersten 7 Meter werfen. Je 5 Spieler für jedes Team. Zum ersten Mal haben wir das hier in der Lanxess Arena in Köln. Rasmussen, einer muss ausgewählt werden für dieses 7 Meter werfen. Und es scheint Rasmussen zu sein, oder? Saric ist es auf jeden Fall für die Spanier, weil Sterbik überhaupt nicht bislang hier eingesetzt worden ist. Der wäre völlig kalt. Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht die Torhüter auch wechseln kannst. Ja, ich sehe gerade, dass Sterbik sich noch warm macht. Ja, du wirst recht haben, weil Sterbik macht sich gerade warm. Also hast du wirklich recht, ja. Also man kann die Keeper auch noch wechseln. Im Fußball ist es nicht möglich, weil ich da. Ja, das ist jetzt ein Nervenspiel. Anders Eggert soll vorlegen, weil er der sicherste 7-Meter-Schütze ist, der Flensburger. Und da sehen wir jetzt auch die Spieler, die 7 Meter werfen. Alle anderen müssen auf die Bank. Also die Bank, und das sind in dem Fall Gustafsson und Marcus Hanne. Was ist das für eine Situation? Ja! Eggert. Guck mal, wer da werfen wird. Hampus Wanne, Tim Protzitzon, der 21, der andere 22. Reinhold und der junge Rechtsaußen. Und dann guckt er das Star und Storme von Barcelona an. Das sehen schon Karabatic, jetzt wird es Rutenka als erster sein. Da steht auch Lazarov. Rutenka 1:1 oder 37-37, ganz wie sie wollen. Saric wieder rein und Weinhold. Wer zeigt zuerst Nerven? Weinhold, ein super Spiel hat er geliefert. 7-mal erfolgreich und jetzt 8. Mal. Aber ganz präzise. Puyol, kann es auch nicht mehr mit angucken. Wie oft wird er sie Elfmeterschießen haben bei den Weltmeisterschaften in Brasilien? Aber daran kann ich momentan nicht denken. Ich glaube, das war Steffens erster 7-Meter, den er überhaupt geworfen hat. Karabatic, der Routinier. Und ja! Es war der Wechsel auf Anderson, dem Tor. Aber ist noch gar nichts entschieden. 2:1 erstmal für die SG Flensburg. Handewitt Gottfriedsson kommt. Den habe ich noch nie 7 Meter werfen sehen. Du? Spielt jetzt keine Rolle. Er muss nur reinmachen. Komm, Jim. Gottfriedsson, der 21-Jährige. Wird Anderson hier zum Held heute doch noch. Komm Junge, mach ihn rein. Nagel das Ding zwischen die Posten. Was ist denn da los? Es ist das 3:1 für die SG Flensburg. Handewitt vielleicht ein Plus, dass sie hier vorlegen konnten in diesen 7 Meter. Jetzt kommt der ganz sichere Mann. Jetzt kommt Thomas nach diesen frechen 7 Meter. Da macht er mal einen Dreher. Anderson, er wackelt schon wieder, er zittert und hätte ihn fast gehabt. Thomas kann verkürzen zum 2:3. Und jetzt Bogdan Radivojevic gegen Sterbik. Sterbik kommt für Saric und Sterbik ist ein 7-Meter-Killer. Das ist ein Mann, 2 Meter, würde fast sagen, geschätzter 1 Meter breit, der Junge. Kann die Kiste total zunageln. Tatas gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Und Radivojevic ist der Mann, der hier für die Vorentscheidung sorgen könnte. Zum 4:2 könnte er ihn reinhauen. Komm, Junge. Ja! Durch die Beine, Radivojevic. So, eine noch. Wenn jetzt Anderson hält, ist die Sache gelaufen für die SG Flensburg-Handewitt. Das wäre das dritte Finale. Juanin Garcia hat zuletzt einen verknallt, hat einen Tempo-Gegenstoß verworfen. Hat er jetzt die Nerven, den reinzumachen? Juanin Garcia steht bereit gegen Anderson, der kommt raus. Und jetzt muss Hampus Wanne den 7-Meter reinmachen, dann ist Flensburg weiter. Und Hampus Wanne hat vorher dreimal wahnsinnig stark eingenetzt. Der Youngster macht das. Macht ihn rein. Dann wäre Flensburg im Endspiel. Saric kann es verhindern. Hampus Wanne. Ja!
geht Innsbruck-Handewitt im Finale der Champions League 2014. Niedergeschlagen Nikola Karabatic. Eine absolute Sensation. Hier vor allem hier einmal mehr Zeit. Man darf eine Mannschaft nicht zu früh abschreiben. Nochmals mehr Glück an alle Fans des SG Flensburg-Handewitt. Was für eine Aufholjagd, was für eine Courage, was für eine unfassbare Leistung am Ende. Niedergeschlagen auch Rutenka. Die hatten sich das Finale ja ganz klar vorgenommen. Und dann das. Saric kann es auch nicht fassen. Verlängerung, 7 Meter werfen, Flensburg weiter. Das gibt eine Nacht. Und die gehört den Flensburger Fans in der Kölner Altstadt, schätze ich mal. Guck dir das an, Hampus Wanne mit einem Leger gegen Daniel Saric. Ich meine, who the fuck ist Daniel Saric? Aber vor allem, was hat er für 7-Meter-Schützen ausgewählt? Das ist unfassbar. Ich habe mir das schon gedacht, Mann. Als Lubo hier vorne stand und ausgefüllt hat, hat er so ein leichtes Grinsen auf seinen Lippen gehabt. Ja, unfassbar. Unfassbar. Das ist nicht zu toppen. Der Flensburger Kindergarten gewinnt gegen Barcelona. Der Trainer gerührt natürlich ein Riesenlob. Lubomir Franjes, dass er sich an die jungen Leute rangewagt hat, dann doch noch am Ende. Und Hampus Wanne hat 3 Tore gemacht und dann auch den 7-Meter verwandelt zum Schluss. Das geht in die Geschichte ein. Das geht absolut in die Geschichte ein. Das ist sensationell. Sensationell. Also ich weiß gar nicht, besser kann es gar nicht mehr kommen. Der Name Hampus Wanne ist ja auch sensationell. Die Wanne ist voll, sage ich dir nur. Ja? Das ist heftig. Meine Güte. Was für ein Vorgeschmack auf morgen. Auf natürlich das Finale zwischen Kiel und Flensburg, Handewitt. Auf die Stimmen gleich bin ich gespannt. Die können so stolz sein, die Jungs. Das ist unfassbar. Am Boden zerstört Viktor Tomas. Was für eine Riesensensation. Was eine starke Leistung von Rasmussen. Natürlich auch anders, dass er dann einen 7 Meter halten kann. Im abschließenden 7 Meter werfen. Ein reines Nordderby. Estor Flensburg-Handewitt gegen THW Kiel. Neuauflage des Finals von 2007. Und das war hauchdünn damals. Im Rückspiel. In Kiel. Und die werden morgen noch mal alles geben, die Flensburger. Die werden alles rausholen, was geht. Aber natürlich werden sie auch ziemlich fertig sein von heute. So, ich höre, wir haben den Abwehrchef der Flensburger, Tobias Karlsson. Der muss ja auch völlig fertig sein. Der hat ganze Arbeit geleistet. Also Ulf, bitte.